Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Mind. Wie es innen aussieht, darauf kommt es an. Heute begrüße ich ganz herzlich als Gesprächspartner Ralf Mohren, gemeinsam mit Brigitte Papenfuß, Begründer der SOL-Hypnose, also ein Experte für das Unterbewusste. Wir sind heute im Gespräch zu der Thematik Unterbewusstsein und Gefühle. Was hat das miteinander zu tun oder was hat es vielleicht sogar damit zu tun, dass es uns besser gehen könnte? Was muss da geschehen? Mein Name ist Albrecht Hempel, ich bin Arzt in eigener Niederlassung und seit kurzem auch SOL-Hypnose-Therapeut und außerordentlich daran interessiert, chronische Krankheiten besser zu behandeln, vielleicht sogar aufzulösen. Und das ist ein wichtiger Berührungspunkt, um den es heute gehen soll. Herzlich willkommen, Sie als am Fernseher oder wo auch immer Sie das sehen können. Herzlich willkommen, Ralf Mohren. Danke, Albrecht. Was ist das Unterbewusstsein? Ich habe gehört, es folgt uns auf Schritt und Tritt. Was ist das? Das ist das Faszinierende. Das Unterbewusstsein, das unbewusste Sein, würde ich das auch bezeichnen. Mhm. Oder das Unbewusste, auf jeden Fall das, was wir nicht mit unserem wachen Verstand greifen können. Aber dennoch ist es da. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns sich in diesem Moment überlegt, welche körperlichen Prozesse müssen eigentlich jetzt im Moment ablaufen, damit Haare wachsen, damit irgendwelche Bakterien und Viren da eliminiert werden in unserem Immunsystem, wie hoch der Herzschlag sein muss. Das macht das Unterbewusstsein ganz alleine. Mhm. Ja, oder das Unbewusste kann man auch sagen, wenn man es psychologisch korrekter ausdrücken würde. So, das heißt, es gibt eine Komponente unseres Seins, die wir mit unserem wachen Verstand nicht greifen können. Und das macht uns ein Problem, weil wir ja so strukturiert sind, dass wir alles verstehen wollen und auch meinen, alles verstehen zu können in der Regel. Ja, und das, was wir nicht verstehen, macht uns Angst, würde ich nicht sagen, nur verunsichert, das lehnen wir ab. Und die größten Überraschungen erleben wir, wenn wir uns fragen, so ist auch die SOL-Hypnose im Endeffekt entstanden, gibt es so etwas wie das Unterbewusstsein, eröffnet sich uns eine Realität, die wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Und da haben wir festgestellt, in dem Moment, wo wir unseren wachen Verstand umgehen, dann ist die Wahrnehmung immens erweitert. Das Dumme ist, wir können mit der erweiterten Wahrnehmung, wenn wir uns in diesem Zustand befinden, in dem das möglich ist, in dem uns diese erweiterte Wahrnehmung offen steht, dann können wir das selbst nicht beeinflussen. Denn der Zustand nennt sich Trance oder tiefe Trance. Und in einer solchen tiefen Trance ist die Aufmerksamkeit erhöht gesteigert, also sehr, ist ein Zustand erhöhter Aufmerksamkeit, bei gleichzeitig auf eingeschränkter Kritikfähigkeit. Man denkt also, ich bin überhaupt nicht in Hypnose, überhaupt nicht in Trance, ich kann sofort aufstehen, aber es interessiert mich eigentlich gar nicht und wer redet denn da eigentlich? Und in diesem erweiterten Bewusstseinszustand ist die Wahrnehmung für dieses Unbewusste offen, sodass jemand, der neben uns sitzt, energetisch verbunden ist mit uns, empathisch verbunden ist, dann den direkten Dialog mit dem Unterbewusstsein führen kann. Heißt, es werden Fragen gestellt, diese Fragen werden automatisch beantwortet und derjenige, der sich in diesem erweiterten Bewusstseinszustand befindet, fragt sich mit dem Restbewusstsein, den er da hat, wer antwortet da eigentlich? Ist mir auch egal, so ungefähr. Und systematisch kommt folgender Sachverhalt da zutage.
Nämlich derjenige, der sich in diesem erweiterten Bewusstseinszustand befindet, im Zustand einer tiefen, tiefen Entspannung, einer tiefen Trance, zu erkennen von äußerlich daran, dass die Augen hinter den geschlossenen Lidern zu rollen beginnen. Also Bewegungen machen, die man bewusst gar nicht machen kann, bis hin zu der in tiefsten Trance, bis hin dahin, dass sich die Augen öffnen. Man keinen Pupillenschlussreflex, keinen Lidschlussreflex da feststellen kann. Und also von außen gut zu erkennen, von innen denkt man, ich bin gar nicht in Hypnose. So, und wenn man dann fragt, beispielsweise, hast du eine Seele, ja, oder bist du eine Seele, dann kommt ganz klar die Antwort, ja. Und dann fragt, ist diese Seele immer Teil von etwas, das sich selbst in seinem Urgrund durch jeden einzelnen Menschen erfährt, nämlich durch die bewusste, verstandesgemäße Lebensführung eines jeden Menschen, durch die kreative Lebensführung eines jeden Menschen erfährt. Und ist dieses, was ich selbst erfährt, etwas, was alles in seinem Urgrund aufbaut? So, und diese Information liegt dann vor. Dieses feste Gefühl in tiefsten Trancen heißt es, alles ist Licht. Und dieses Licht ist etwas, was unvergänglich ist, was immer schon da war, immer da sein wird. Die Seele als individueller Teil dieses Lichts ist ebenso unvergänglich, mit der Perspektive, dass auch nach dem physischen Tod diese Seele weiter existent ist. Sehr perspektivreich, zumindest für mich, für sicherlich für den einen oder anderen Zuschauer auch, kann das sehr perspektivreich sein. Das heißt, wir kommen nach unserem physischen Tod in eine Dimension des absoluten Geliebtwerdens, in eine Dimension, in der Zeit und Raum nicht existent sind, in der wir uns unendlich wohlfühlen. Das ist zumindest, kommt in diesen Hypnosen raus. Aber wir können in dieser Dimension keine neuen Erfahrungen machen. Um neue Erfahrungen zu machen, ja, müssen wir wieder in diese Situation des Lebens gehen. Und da sind wir dabei, die Frage, wie führen wir denn unser Leben? Und wenn ich weiß, dass mir im Endeffekt gar nichts passieren kann, jedenfalls nichts, vor dem ich wirklich Angst haben muss, dann kann ich das Leben auch betrachten als ein Abenteuer, sicherlich mit Höhen und Tiefen, aber etwas, was man jeden Tag für sich aufs Neue erfahren kann und kreieren kann durch seinen wachen Verstand mit seiner eigenen Kreativität. Und die Frage ist, was hält uns davon möglicherweise ab, wie du immer so schön sagst, was hält uns möglicherweise davon ab, zu dem zu werden, der wir sein können. Ja, also unser Potenzial, was in uns ruht, wirklich auch zu gestatten, ja, wirksam zu werden. Was sind das für Gründe? Also jeder Mensch möchte gemocht, geliebt und wertgeschätzt werden. Und es ist immer wieder erstaunlich, was Menschen praktisch tun, damit das nicht geschieht. Und irgendwo muss es Impulse geben, das so zu leben. Und du hast wunderbar dargestellt, dass es schon Zugänge gibt, die man auch therapeutisch nutzen, aufsuchen kann, die einen Dialog mit diesen Dingen, die uns vielleicht verhindern, in unser Potenzial zu kommen, vielleicht sogar wieder gesund zu werden von Erkrankungen, die das nicht vor sich hertragen, dass man da automatisch wieder gesund werden kann. Also zum Beispiel bei Krebs. Wir wissen, dass es Spontanheilung gibt,
seit Bernie Siegel, ein amerikanischer Krebschirurg, das Buch Prognose Hoffnung, der gezeigt hat, wenn solche Ebenen angesprochen werden, steigt die Häufigkeit der Spontanheilung um den Faktor bis zu 400. Also 1 zu 10.000, plötzlich werden es 4%, die wieder heilen. Und du beschreibst jetzt einen Weg ins Unterbewusstsein. Und wenn der Anteil dessen, was uns das Leben lebenswert erscheinen lässt, zunimmt, werden wir einfach gesünder. Ja, das hast du einmal sehr, sehr schön an einem Beispiel bilanziert, indem du gesagt hast, man muss das Leben betrachten wie so eine Aktiengesellschaft. Ganz einfach, wenn, ich zitiere dich, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, wenn mehr als 50% des Tages mit angenehmen Gefühlen verbracht wird, dann lohnt es sich irgendwo. Sind es weniger als 50%, sind es also mehr als 50% schwierige, belastende Gefühle, dann sagt das Unterbewusstsein, das jede Körperzelle steuert, okay, das wird, schön wird das auch nicht mehr, ich besorge dir einen Weg schon aus diesem Jammertal hinaus in diese Glückseligkeit, von der ich gerade sprach, dann geht es dir wieder gut. Ja, die Frage ist, wie stehe ich zum Leben? Ja. Und interessant ist für mich noch was, was du irgendwo, in welchem Zusammenhang, weiß ich nicht, mal gesagt hast. Da habe ich aufgehorcht, weil ich da sehr überrascht war. Du hast mal gesagt, nach dem Krieg waren 5% aller Erkrankungen chronisch und 95% akut. Ja. Und heute ist es genau umgekehrt. Ja. Ja, heute sind wir 5% akut, wo was gemacht werden muss, aber 95% chronisch. Das heißt, 95% der Erkrankungen, da ist das Unterbewusstsein irgendwo auf dem Weg, zumindest das Leben zu beeinträchtigen. Mhm. Vielleicht auch mit der Perspektive, aus diesem Leben, was sich sowieso nicht mehr so richtig gut anfühlt, da rauszugehen in diese Glückseligkeiten. Also das Spannende ist, also Menschen, zum Beispiel Palliativmediziner, die sich mit Menschen beruflich sie unterstützen auf diesem letzten Weg des Lebens auf dieser Erde, erleben immer wieder, dass sie in den letzten Stunden fast regelhaft, also gesetzmäßig in dem Zusammenhang, ist vielleicht ein gewagter Begriff, nur die Therapeuten oder Palliativmediziner freuen sich im gesamten Team, wenn jemand in den letzten Stunden und Tagen plötzlich nach jemand greift, den wir nicht sehen können, mit jemand spricht, den wir nicht hören und in einem klaren Moment dann sagen, ja, das sind ganz liebe Menschen, die sind verstorben, aber die holen mich ab. Ja. Also, dass die Perspektive dort, wo der Körper zerfällt, aber Geist und Seele quasi jetzt führend sind, Wissen, aus einem Wissen woher, kann ich auch nicht sagen, wenn ich jetzt nicht Pfarrer bin. Jedenfalls muss ich es nicht wissen, um zu erleben, dass auf dieser Ebene dafür gesorgt ist. Und dass wir auf der anderen Seite, wenn wir unseren Körper ist in der besonderen Zeit auf dieser Erde, wo Körper, Geist und Seele, wenn wir das akzeptieren können, zusammen sind, sich dieses Zusammenleben dann lohnt, wenn die gemeinsam ein schönes Leben verbringen. Und das bedeutet, also aus der Sicht der Gefühlsarbeit ist das Ego, nicht Egoismus gemeint, sondern diese Instanz, die mich mit der Körperlichkeit verbindet. Ja. Und das ist auch diese Instanz, die zum Beispiel Ängste hat, eigentlich nur die. Also der Geist ist frei, die Gedanken sind frei. Und die Seele aus dieser Sicht, zum Beispiel der Palliativmedizin, weiß, wir ziehen möglicherweise nur um. Jedenfalls haben diese Instanzen keine Angst. Aber wenn der Körper zerstört wird, dann ist das Leben, so wie wir es hier kennen, zu Ende.
Und nur darauf richtet sich die Angst. Und da die Angst ja so etwas ist wie alles oder nichts. Ja, also sie muss ja manchmal ganz schnell entscheiden. Wenn ein Bus auf mich zufährt, muss ich zur Seite springen. Das sind manchmal 3-Meter-Sätze, die nie wieder gelingen. Aber das bedeutet aber auch, dass die Angst, die in Deutschland ja ein wichtiges Gefühl zu sein scheint, German Disease heißt es manchmal, diese Angst hat eine Schwarz-Weiß-Malerei. Ja. Und das bedeutet, dass wir einen Schritt weiter dann kommen, wenn wir das sagen wir mal, diese Natur akzeptieren. Die ist 350 Millionen Jahre alt, schon Kriechtiere verschwinden, wenn ein Schatten kommt. Das heißt, ohne Angst zu sein, zum Beispiel Kindersoldaten, denen man es antrainierte, bedeutet für diese eine ganz kurze Überlebenszeit. Mhm. Es bedeutet die Integration, das Verstehen, und das ist schon im Tagesbewusstsein möglich, dass die Angst praktisch immer auch andere Kräfte in mir, also mein Verstand, meine Erinnerung, mein Gedächtnis, sehr gut, einfach braucht, um aus diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip eine Relativierung zu gestatten. Und wenn dies, sagen wir mal, ja autonom geschieht, also wir haben das Unterbewusstsein, das ist, wenn man so will, die Vorratskammer an Voreinstellungen, an Erfahrungen, an Glaubenssätzen, die ja oft hilfreich sind. Also wir müssen nicht jeden Tag überlegen, ob es moralisch zulässig ist, zu klauen oder nicht. Das wissen wir einfach. Aber es gibt eine Instanz, die das auch vermittelt, das ist das vegetative Nervensystem. Die macht dann das Herz klopfen. Und zurück zu dem Unterbewusstsein, das ist sozusagen diese Wertevorrat an Dingen. Und der läuft zur Entlastung des Alltagsverstandes quasi im Hintergrund ab. Und wenn wir zu der Bilanz kommen, du hast es gesagt, diese 50%-Regel, wenn dort Algorithmen abgelegt sind, also Abläufe, die mir unterm Strich zu einer Bilanz, zu einer negativen Bilanz verhelfen, dann wird es aus Sicht des Therapeuten ja ganz wichtig, da möglicherweise Einfluss zu nehmen. Und als jemand, der diese Methode einsetzen darf und also auch das sehr gerne tut, wird ja plötzlich deutlich, dass das wohl eine negative Prädiktion, also eine Voraussage für mich ist. Ich sage, oh, wenn das geschieht, ist das ja gut, nicht gut. Wenn das aber auf Missverständnis beruht und diese dann in der Hypnose plötzlich sichtbar werden, also wie sind wir erleichtert, wenn wir sagen, oh, da hat ist jemand ganz gegen mich eingestellt und es wird im Gespräch deutlich, das ist doch ganz anders gemeint. Also welche Erleichterung gibt es? Und dieser Bezug, diese Möglichkeit mit dem Unterbewusstsein oder dem Hort der Missverständnisse ins Gespräch zu gelangen und dann plötzlich eine ganz neue Lebensbalance, eine neue Grundlage für eine neue Lebensbalance zu unterstützen. Das führt ja dazu, dass also chronische Krankheiten, der Mediziner sagt, im Grunde genommen ist die Regulation überfordert. Ja, der hat so viel Stress, das geht der Blutdruck hoch, der Alterszucker stellt sich ein, weil einfach viel zu viel Adrenalin da ist. Und wenn diese Grundlage dann plötzlich sich als Missverständnis entpuppt und der Patient wirklich glauben kann, es ist ja gar nicht so, dann ist plötzlich eine ganz andere, also für den Arzt ja geradezu beglückende Grundlage in seinem Leben eingetreten. Und das Erstaunliche ist, dass also wir beide kennen Menschen, Patienten, die aus welchen Gründen auch immer einen Weg über diese SOL-Hypnose gegangen sind, auf andere sogar trotz der Richtlinien, die es ja gibt, sich dafür entschieden haben, auch anders beraten wurden. Sie haben es trotzdem getan und plötzlich werden diese Menschen tumorfrei. Ja. Und das ist also, wenn man sich diese tiefen Zusammenhänge wirklich auf der Zunge zergehen lässt und ich glaube auch für den einzelnen Menschen, also plastische, nachvollziehbare Dinge auch beschreiben kann. Das ist ja sozusagen kein Voodoo-Zauber, ja, sondern das ist eigentlich ja Naturwissenschaft.
Wenn wir akzeptieren, dass also Gefühle etwas machen, und wenn wir uns die Scheidungsrate anschauen, gibt es ja einfach, sind es wahrscheinlich die Gefühle, die dazu führen, dass sich Menschen trennen, ja. Trennungskinder hinterbleiben. Das sind ja auch Leiterfahrungen, und die macht ja niemand oder mutet niemand den Kindern zum Beispiel leichtfertig zu. Das ist eine Bilanz. Und das war für mich auch, wo du sagst, das ist ja auch eine Naturwissenschaft. Mhm. Ja. Die Frage ist, welche Aufgabe hat denn eine Naturwissenschaft? Mhm. Da herrscht vielfach auch die Auffassung vor, aus einer gewissen Überheblichkeit heraus, wir schauen uns bestimmte Gesetzmäßigkeiten ab, ordnen die anders an, mit unserem wachen Verstand, und beeinflussen dann, beherrschen dann mit unserer Naturwissenschaft, mit unseren technischen Möglichkeiten die Natur. Mhm. Wenn ich mir aber die Natur anschaue, wenn ich mir anschaue, wie aus einem Protoplasmatröpfchen auf einmal in Verbindung mit einer Eizelle auf einmal so ein Mensch entsteht, oder aus so einem dunklen Fleck auf einmal eine Fliege entsteht, ja, mit unglaublichen Fähigkeiten und ein Meisterwerk der Biologie, was auf jede Pflanze, jedes Tier zutrifft, dann sollten wir die Naturwissenschaft erstmal so, nach meinem Dafürhalten zumindest, so betrachten, dass man sagt, oh, was will uns die Natur zeigen? Was können wir aus der Natur entnehmen, von der Natur lernen, um unser Leben möglicherweise ein bisschen angenehmer zu gestalten, aber nicht, um die Natur zu beherrschen. Genau. So, und mein persönlicher Weg ist ja wirklich insofern ein ganz anderer, weil ich mich ja viel mit Mathematik, Physik und diesen klassischen Naturwissenschaften beschäftigen musste. Ich bin ja Ingenieur von Beruf, wo es darum geht, irgendetwas zu planen, zu berechnen und so weiter. Das heißt, da geht es auch letztlich um das Anwenden der Naturgesetze, um irgendetwas zu kreieren. Wenn ich aber sage, wo kommen die denn her, diese Naturgesetze, dann kann ich mir auch, muss ich wieder bei der Natur abschauen. Die meisten technischen Errungenschaften sind von der Natur abgeschaut und nicht eigenkreiert. Ja, so Wabenbauweise zum Beispiel und sowas. Mhm. Ja, so. Und wenn ich aber dann frage, wie komme ich denn weiter in die Natur hinein? Ja, wie komme ich zu weiteren neuen Erkenntnissen? Dann verliert sich die heutige Naturwissenschaft irgendwo auf der Ebene der kleinsten Teilchen in Modellen. Fing mit dem Bohrschen Atommodell, Rutherfordscher Streuversuch, Bohrsches Atommodell, sind wir bei Atomen, Molekülen und so weiter, also Molekülen, Atomen. Wenn ich da reingehe, bin ich bei den Nukleonen, Protonen, Neutronen, Elektronen. Ja, die Elektronen umkreisen dann nach diesem Modell die Neutronen und die Protonen in riesigem Abstand, sind 10.000 Mal kleiner als diese Protonen und drehen sich dabei noch um die eigene Achse. Wenn ich dann frage, ja, woraus besteht denn so ein Proton, so ein winzig kleines Teilchen, was kein Mensch gesehen hat? Ja, so klein ist das. Ja, so klein muss es sein, ist ja ein Modell. Dann bin ich irgendwo auf der Informationsebene, auf der Ebene von sogenannten Quarks, mit Top-Quarks und Down-Quarks und was es da alles gibt. Und das versucht man dann beispielsweise im CERN auch zu reproduzieren, indem man also Energieteilchen, in Anführungszeichen, auf nahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, im Ultrahochvakuum, die Dinger kollidieren lässt, in der Hoffnung, da irgendwo Materie nach E=mc², nach Einstein, daraus entstehen zu lassen. So, das heißt, wir wissen nicht wirklich im Zusammenhang, woraus besteht eigentlich alles. Wir wissen aber sehr wohl, dass der Urgrund der Materie irgendwo aus reiner Information zu bestehen scheint. Wir wissen aber auch, und das wissen wir gesichert seit dem Doppelspaltversuch, dass durch geistige Kräfte, sprich durch Bewusstsein, die Materie auf Basis der kleinsten Teilchen zu beeinflussen ist. Das wissen wir absolut.
Das ist nachgewiesen im Experiment. Das heißt, unser Bewusstsein macht irgendetwas. Wenn wir uns jetzt aber dieser Frage stellen, ja, was macht denn eigentlich das Bewusstsein? Dann stehen wir erstmal davor und wissen es nicht. Wenn wir aber dann auf dem Weg, wo wir jetzt, wenn wir die Naturwissenschaft einsetzen und versuchen zu erfahren, was man ja in CERN macht, hochqualifizierte Physiker, festzustellen, woraus besteht denn eigentlich alles, und man versucht dann da diese Zusammenhänge zu erfassen, stellt sich aber heraus, je mehr ich frage, je mehr ich mich auf dieser kognitiven Ebene bewege, desto mehr Fragen tun sich auf. Also muss ich mir, wenn ich zu Lebzeiten da noch eine einigermaßen befriedigende Antwort bekommen möchte, muss ich mir einen anderen Weg suchen. Und der andere Weg geht über die Frage, was macht das Bewusstsein mit Materie? Wie beeinflusst das Bewusstsein? Und wie komme ich an dieses Bewusstsein ran? Und da bin ich weg vom Geist, vom wachen Verstand, vom schöpferischen, kreativen Geist, sondern da muss ich zum Unterbewusstsein, das jede Körperzelle steuert. Und als Ingenieur war das ein ganz anderer Zugang. Aber der Zugang, sich mit der Natur auch zu beschäftigen, war eine spannende, interessante Sache. Wir wollten also was erfahren, meine Kollegin Brigitte Papenfuß und ich. Ja. Wir wollten was erfahren und an Intentionen wie Heilen oder Qualitätsverbesserungen, also Verbesserung der Lebensqualität, haben wir nie gedacht. Das war gar nicht die Intention. Und auf einmal stellen wir fest, Mensch, in tiefsten Trancen wird alles als ein liebendes Licht wahrgenommen, das alles gibt und nichts fordert. Ja. Und dieses Licht baut alles auf und erfährt sich durch uns selbst. Das sind die, durch jeden einzelnen Männchen und durch alles, was existent ist, weil das alles aufbaut, auch diesen Tisch. Und diese Erkenntnis machte dann schon irgendwo demütig. Denn wenn man dann fragt, kann dieses Licht, ist das endlich, kann das jemals zerstört werden? Also nein. Ja. Heißt, in dem Moment, wo ich auf kognitivem Weg versuche, alles zu verstehen, laufe ich in eine Sackgasse. Zumindest nach meiner Erfahrung. In dem Moment, wo ich mir den anderen Weg suche, nämlich jemanden frage, der sich im Zustand eines erweiterten Bewusstseins befindet, sprich in dem Moment, wo ich direkt mich mit dem Unterbewusstsein meines Klienten unterhalte, da kommen auf einmal sehr perspektivreiche Erklärungen. Und dann eröffnet sich die wahre Welt des Seins, so wie wir es wahrgenommen haben. Und das hätten wir niemals kommuniziert, wenn uns das 2, 3, 4, 5 Mal begegnet wäre. Aber es ist uns mittlerweile weit über 1500 Mal in den letzten 12 Jahren begegnet, nämlich in jeder Hypnose, in denen eine tiefe Trance erzielt wurde. Und das ist das Faszinierende, denn wir haben dann festgestellt, wenn wir dann fragen, in diesem erweiterten Bewusstseinszustand, ja, wo ist denn bitte schön? Geh doch bitte mal zu der Situation, die dein heutiges Leben am meisten belastet. Oder zu der Situation, in der die Ursache für deine jetzige Erkrankung liegt. Und dann kommen also systematisch nur ganz, ganz wenige, insgesamt 3, um präzise zu sein, mögliche Ursachen heraus, die dann detektiert werden auf diese Weise, im direkten Dialog, sehr emotional. Das ist entweder ein Trauma, kann sein in diesem Leben, kann sein in der pränatalen Phase, am Tag der Geburt, in der frühen Kindheit, aber auch in früheren Leben, das eröffnet sich da. Oder es ist, das haben wir in letzter Zeit häufiger, die fehlende Verbindung. Das heißt, man fühlt sich selbst abgetrennt von allem. Ja. Ja. Und in dem Moment, wo ich denn eigentlich, wo meine Seele eigentlich schon auf dem Weg ist, in die angenehmere Welt, in der ich zwar nichts mehr erfahren kann, aber wo ich mich schon auf den Weg in diese Glückseligkeit mache, sprich mich aus diesem Leben verabschiede und ein paar Seelenanteile sich möglicherweise schon aus diesem Leben verabschiedet haben,
dann stehe ich nicht mehr mit beiden Beinen auf dem, in meinem Leben. Ja, und fühle mich entwurzelt. Und das haben wir vielfach, dass sich Menschen entwurzelt, als nicht dazugehörig fühlen. Ja. Also die SLM-Hypnose eröffnet Möglichkeiten, einen Blick auf unser menschliches Sein zu eröffnen, die für den rationalen Mediziner, der also gewohnt ist, auch stofflich zu arbeiten, einfach nicht Gegenstand seiner Arbeit ist. Mhm. Und du zitiertest am Anfang, wir haben heute 95% unserer Erkrankungen sind chronisch. Das heißt, es hat sich eine Art Gleichgewicht, wo man so mehr oder weniger schlecht als recht lebt, herausgestellt. Ja. Und das, was den Mediziner nun auch wieder interessiert, ist ja tatsächlich zusammen mit der WHO Lebensqualität statt Krankheit und Gesundheit. Ja. Und diese Lebensqualität ist diese Bilanz, also Lebenssinn entsteht, indem das, was geschieht, bei mir schöne Gefühle hervorruft. Das ist die Währung oder die heimliche Hintergrund dessen, wie das Unterbewusstsein dann auch zu dem Resümee kommt, lohnt sich oder es lohnt sich nicht. Und was, denke ich, heute bei unserem Gespräch deutlich wurde, ist, dass es da einen, also es klingt immer so merkwürdig, wenn man bei Gefühlen oder solchen scheinbar wenig fassbaren Dingen von Gesetzmäßigkeiten spricht. Aber es ist, glaube ich, auch genauso gesetzmäßig, wie dass ich eine Partnerin oder eine Frau, die ich nicht leiden kann, werde ich gesetzmäßig hoffentlich nicht heiraten. Ja. Und in diesem Sinne vielleicht für heute einen gewissen Abschluss in der Weise, also heiraten Sie erstens immer die Person, die Sie wirklich lieben und vielleicht auch die, von der Sie wissen, dass Sie die schwierigen Phasen auch gut überleben können. Das wird wahrscheinlich entscheidend sein. Und lassen Sie sich vielleicht auch auf eine nächste Sendung ein, wo wir uns diesem Thema noch weiter, vielleicht noch ein Stück genauer zuwenden werden, damit wir gemeinsam, Sie am Bildschirm, wir hier, vielleicht verstehen können, warum das Leben schön sein kann oder manchmal nicht so schön, beziehungsweise warum wir auch dann gesünder werden oder auch vielleicht nicht. Wir wollen natürlich alle gesund werden. In diesem Sinne. Und bleiben. Danke und bleiben, selbstverständlich. In diesem Sinne, bleiben Sie behütet. Bis zu einem nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen.